Guten Tag zusammen. Wir sitzen hier im Erzgebirge und mein Name ist Dominik Röber. Ich bin 22 Jahre alt und mittlerweile schon das 5. Jahr in dem Team. Und jetzt praktisch aus der U23 raus und reiner Männerfahrer. Jetzt liegen ja ein paar Jahre hinter mir, U23 auch vor allem. Das ist natürlich am Anfang immer erstmal ein großer Schritt, in die U23 sich reinzufinden in den Männerradsport. Aber das ging eigentlich von jedem Jahr dann etwas besser von der Hand so. Ja, ich hatte auch hier und da mal einen Einsatz mit der Nationalmannschaft gehabt und die waren nicht immer wie erhofft. Die Ergebnisse haben dann natürlich ein bisschen gefehlt so. Aber dafür konnte ich zum Beispiel dann für mich letztes Jahr ein sehr gutes Ergebnis halt Sauerland mit dem Sieg. Und ja, auch Wies war halt war sehr positiv für mich auf jeden Fall und es war ein großer Step. Auf jeden Fall in Richtung Renngewinn, weil auch das ist nochmal ein großer Unterschied zu guten Rennfahren, weil das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Saison auf jeden Fall weg. Also die Saison bis jetzt war nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, auch mit Kroatien natürlich. Die erste Rundfahrt musste ich weglassen, weil ich da krank war und seitdem dann erstmal wieder ein bisschen reinfinden musste. Ja, und jetzt natürlich alle Rennen mitgenommen auch, gerade hier die nationalen Rennen, die auch immer sehr wichtig sind. Und auf jeden Fall merkt man, dass die Form steigt und der Bock auch. Und jetzt kann es eigentlich richtig losgehen. Also ist halt bei mir meistens so gewesen, dass dann im Sommer ein bisschen mehr geht. Früher war immer durchwachsen. Ja, schauen wir mal. Naja, ist eigentlich von jedem Sportler das Ziel, in der U23 bei uns im Radsport Profi zu werden. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt bei mir natürlich, jetzt bin ich ja raus. Was aber überhaupt nicht heißt, dass ich weniger motiviert bin, das noch zu schaffen oder mich da weniger drauf konzentriere. Aber es ist natürlich sehr wichtig, die Ergebnisse einzufahren und gute Rennen zu fahren und vor allem Rennen zu gewinnen. Und jetzt auch mal in Richtung UCI-Rennen gesehen, ist natürlich auch sehr wichtig. Und da will ich halt dieses Jahr anknüpfen und ich mache mir da jetzt auch nicht mehr so den großen Druck, aber also ich habe gelernt, mit ein bisschen freien Kopf fährt man die besseren Rennen. Aber das ist auf jeden Fall noch mein großes Ziel, Rennen zu gewinnen und dann damit wahrscheinlich oder hoffentlich auch mal noch weiterzukommen. Also das ist das große Ziel. Es war immer mal ein Traum und jetzt kann man es halt dann auch verwirklichen. Also wir sitzen jetzt hier im herrlichen Einsiedel im Erzgebirge. Da findet nächste Woche die Erzgebirgsrundfahrt statt, was jetzt dadurch, dass ich in Chemnitz wohne, nur 7 Kilometer weg ist. Und das motiviert natürlich noch mehr. Die letzten Jahre waren auch immer gut. Also letztes Jahr der 3. Platz, das Jahr davor der 2. Platz. Und ja, da sind wir mal offen für dieses Jahr.